Vier Pfoten, eine Schnauze, die gerne sabbert, viel Verständnis für kleine und große Menschen, einfach zum Liebhaben. Das ist der echte Leonberger. Der Leonberger Hund wurde hier gezüchtet. Er ist ein wunderschöner Hund, prachtvoll anzuschauen, familienfreundlich und damit ein idealer Sympathieträger für unsere schöne Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts gelingt dem Leonberger Stadtrat Hermann Essig eine Kreuzung aus Bernhardiner, Neufundländer und Pyrenäenberghund. Das Ergebnis? Eine Hunderasse, die sich nicht zu verstecken braucht. Schulterhöhe bis zu 80 cm, Gewicht bis zu 75 kg, wahrlich ein echter Riese. Und so braucht der Leonberger Platz, viel Platz, den er vor allem mit Sanftmut ausfüllt, mit Gelassenheit, unschlagbarer Gutmütigkeit. Der Riese lässt sich einfach nicht provozieren. Ein echter Familienhund, absolut kleinkindgerecht. Vielleicht hat er gerade deswegen seinen Siegeszug rund um den Globus angetreten. Allein in Deutschland kommen im Jahr rund 700 Welpen zur Welt. Und wenn die Leonberger, in diesem Fall die Menschen, jemanden liebgewonnen haben, wird es Zeit für ein Denkmal, direkt vor der Stadthalle. Natürlich gibt es den Leonberger auch im Kleinformat. Schade nur, dass der Steifhund ausverkauft ist. Aber da ist ja noch das Original.